Liebe Mitglieder, Gönner und Sympathisanten der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz, cher ami de la Suisse romande, cari amici della Svizzera italiana, liebe Gäste, ich heiße Sie herzlich willkommen zur 33. ordentlichen Mitgliederversammlung der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz hier in Bern. Es ist und bleibt der große politische Treffpunkt der Schweiz, die UNS-Generalversammlung, und ich begrüße ganz speziell diejenigen, die von ganz weit her kommen. Die Präsidentin der Bündner-Sektion hat mir gesagt, sie ist um 4.15 Uhr aufgestiegen. Herzlich willkommen, die Bündner, die mit dem Bus angereist sind. Herzlich willkommen aus meinem Heimatkanton, die St. Galler, die ebenfalls mit einem Bus gekommen sind. Das schätze ich sehr. Und ihr seid hier ganz herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch alle Zentralschweizer. Ich war gestern so als Vorbereitung auf die heutige Versammlung im Bundesbriefarchiv. Das ist wohl die beste Vorbereitung für eine UNS-GV. Herzlich willkommen allen, die aus der Westschweiz, aus dem Tessin gekommen sind. Herzlich willkommen natürlich auch Zürcher, Aargauer. Herzlich willkommen ganze Schweiz. Ich möchte ganz speziell begrüßen, und ich bin außerordentlich glücklich, dass er heute bei uns ist, unseren ehemaligen Präsidenten und Gründer, Herr Altnationalrat und Altbundesrat Dr. Christoph Blocher. Ich begrüße ebenfalls ganz herzlich unseren Gast Referenten, den ehemaligen Staatspräsidenten der Tschechischen Republik, Herrn Dr. Václav Klaus. Es ist uns eine außerordentliche Ehre, ihn heute hier als Gast bei uns zu haben. Herzlich willkommen. Ich begrüße ebenfalls die Repräsentanten der Botschaft der Tschechischen Republik in der Schweiz. Ich begrüße Frau Nationalrätin Andrea Geisbühler, Frau Nationalrätin Barbara Keller-Inhelder, Herr Nationalrat und UNS-Vizepräsident Luzi Stamm, Nationalrat Walter Wobmann mit seiner Frau, Nationalrat Mauro Chiesa sowie die Altnationalräte Thomas Fuchs, Benno Hess, Uli Schlür, Mike Dreher und Hannes Steffen. Ich begrüße den zweiten Vizepräsidenten der UNS, Herrn Oswald Kessler, die Vertreter und Vertreter der kantonalen, der kommunalen Behörden, die Präsidentin der jungen UNS, Strong and Free, Frau Grossrätin Sandra Schneider, die am 25. März dieses Jahres mit einem Glanzresultat in den Grossen Rat des Kantons Bern gewählt worden ist, und gratuliere ihr dazu. Herzlich willkommen heiße ich auch unsere UNS-Vorstandsmitglieder, ganz speziell die Stützpunktleiter, die ehemaligen Vorstandsmitglieder Hans Etter und Monsieur René Scheidecker. Auch begrüße ich befreundete Organisationen, mit denen wir eng zusammenarbeiten durften im vergangenen Jahr, unter anderem die Gesellschaft für ein freiheitliches Waffenrecht, das Vorstandsmitglied Herr Ulrich Stoller, und in Begleitung seiner Kinder Alexandre und Julie und den Generalsekretären Herrn Robin Udry. Ich begrüße Herrn Reinhard Corradi, Präsident vom Komitee für eine selbstbewusste und freie Schweiz. Ich begrüße Hans Fehr und Anjan Liebram von der Schweizer Zeit. Ich begrüße Gerda Strasser von der Unternehmervereinigung gegen den EU-Beitritt. Ich grüße den Verein Schweizer Armeefreunde, und ich bin froh, dass wir so viele Organisationen haben, mit denen wir zusammen kämpfen können. Natürlich ganz speziell begrüßen
möchte ich das Ernstorchester unter der Leitung von Willi Walter sowie die Aarauer Turmbläser. Leider ist... Ja, Sie haben einen Applaus verdient. Leider ist der Gründer und Dirigent des Ernstorchesters Jakob Kellenberger gestern Nacht verstorben. Er hat kurz nach dem Auftritt des Ernstorchesters an der Bruder Klaus Feier im Flüeli vom letzten August eine Erkrankung und einen Gehirntumor erlitten. Der Auftritt des Ernstorchesters war unvergessen an dieser Bruder Klaus Feier. Und ich möchte sagen, wir alle gedenken heute und das Orchester spielt auch heute für Jakob Leuenberger. Ich bin Willi Walter sehr dankbar, dass er da eingesprungen ist. Er ist ein guter Freund von Jakob Leuenberger, hat ihm damals auch versprochen, ihm beizustehen. Und umso mehr danke ich euch allen ganz herzlich. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich möchte euch auch gerne ins Bundeshaus einladen, als Dank, dass ihr hier immer so gut spielt. Also vielen Dank und alles Gute. Wie gewohnt eröffnen wir unsere Veranstaltung mit dem Schweizer Psalm. Und wir singen, im Gegensatz zu vielen anderen Organisationen, alle vier Strophen der Nationalhymne.